Kann ich irgendwas bauen? Ich kann aus Zucker und Draht eine Pizza machen? Die will doch keiner essen. Aber gut, ich mache mal aus Zucker und Draht eine Pizza. Schmeckt bestimmt geil. Und ist auch auf jeden Fall gesund. Und aus Zucker und Plastik einen Teddybären. Wer hat sich diese Crafting-Rezepte ausgedacht? Okay. So. Was haben wir denn schon wieder alles für 12.000 Nachrichten? Mama. Jessie meinte, du kämpfst im Dungeon gegen die Dämonen in deinem Kopf. Heißt das, es ist wie Therapie, aber mit Schwertern? Fände ich ganz geil, ehrlich gesagt. Therapie mit Schwertern würde ich mich voll für anmelden. Ja. Na, das ist doch gut. Klingt vernünftiger, als ich dachte. Oder zumindest ist es das, wenn du keine permanenten Wunden davon trägst. Therapie ist wichtig, vor allem wenn du mit den Nerven am Ende bist. Ich habe dir das noch nie erzählt, aber ich habe 12 Jahre lang eine Therapie gemacht. Das hat mir sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln. 12 Jahre klingt echt lang. Also ich habe keine Ahnung, wie lange so eine durchschnittliche Therapie dauert. Aber 12 Jahre kommt mir schon ein bisschen lang vor. Du wirst mein Vorbild sein. Genau, mach es wie deine Mama. Herzchen. Oh. Also ich finde, teilweise hat dieses Spiel doch ganz gute Wertevermittlung. Therapie ist wichtig, Consent ist wichtig. Was hatten wir noch? Kämpfen und Dungeons sind wichtig. Keine Ahnung. Jessie. Hey Cousine, ich kenne Sander nicht besonders gut, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe gehört, er hat einen schlechten Ruf. Also sei vorsichtig, okay? Okay. Daumen hoch. Valeria hat mir geschrieben. Dolchlady. Hey, ich bin der Dolch. Erinnerst du dich? Ich heiße Valeria. Wollen wir uns mal treffen? Klar doch. Daumen hoch, Daumen hoch. Okay. Sehr viele Daumen hoch sehen in meiner Timeline. Und Sander, sollen wir wieder zum Club gehen? Ja. Möchte wieder deine Bauchmuskeln daten. Abgemacht, ich gehöre nur dir. Sternchen, Rose, Sternchen. Okay. Trägt auch gar nicht dick auf, der Gute. So, was haben wir denn hier wieder? Ein Date im La Rosa. Bei Eric im Laden geht auch irgendwas ab. Gibt es hier sonst noch irgendwo was? Mal wieder ein bisschen weiter umgucken. Da ist die Straße gesperrt aus irgendwelchen Gründen. Hier irgendwas, da ist auch die Straße gesperrt. Da ist irgendeine Farm. Ein Weingarten oder so. Was ist denn hier beim Naked Steel los? Erik, was geht? Ach, Sark, bei deinem hektischen Liebesleben hast du Zeit vorbeizuschauen? Nee, ich will mir bei dir auch gar nichts kaufen. Ich schreibe dir später, ja, das befürchte ich. Ja, dann gehen wir doch wieder im Club bei Sander vorbei. Du verbringst den Abend mit Sander in La Rose. Nachdem ihr ein bisschen getanzt habt, begebt ihr euch beide in den VIP-Bereich. Hey, wir sollten uns besser kennenlernen. Frag mich was, egal was. Was machst du beruflich? Du tanzt wirklich gern. Du bist ein tanzender Krummsäbel. Ich meine, beruflich ist er der Besitzer der Bar. Das wissen wir ja eigentlich schon. Du tanzt wirklich gerne. Aha.
Genau. Mir gehört dieser Club, mir und Mandy. Ihr gehört der größte Anteil. Ich gebe mich mit den Resten zufrieden. Die kamen ja auch irgendwie mehr responsible vor als er. Ich glaube, er ist mehr zum Party machen da und sie kümmert sich um die ganze Bürokratie, den ganzen Bürokram. Das Leben ist zum Leben da, oder? Warum sollte ich arbeiten? Ich will mich lieber amüsieren. Oh, Liebesstufe 2. Oh. Was haben wir denn hier? Richte mehr Schaden an, wenn du umzingelt bist. Finde ich gut. Finisher haben eine größere Angriffsfläche. Auch nicht schlecht. Ich mache aber erstmal das Umzingelungsding, weil ich da noch ein bisschen Probleme habe. Cool. Deshalb verbringe ich die meisten Abende mit Tanzen. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe nur Augen für dich. Hier, ich habe ein Glas voller Augen. Ist es für dich. Sander starrt dich so intensiv an, dass du errötest. Er wird abgelenkt, als sein Handy pingt. Er wirft einen kurzen Blick darauf und steckt es weg. Ich bin gleich wieder da, Sexy. Geh nicht weg, okay? Okay. Er lächelt und verlässt die Tanzfläche in Richtung Toilette. Lässt er mich jetzt jedes Mal sitzen, wenn ich hier vorbeikomme? Du wartest. Wahrscheinlich sind nur ein paar Minuten vergangen, aber es kommt dir lange vor. Du hast eine Vorahnung, eine Vermutung, vielleicht nur aus Eifersucht. Zur Toilette gehen oder nichts tun? Ich gehe mal nachgucken, wo er bleibt, ne? Und nicht, dass er ins Klo gefallen ist oder so. Du fragst dich, ob du ihm hinterhergehen solltest. Du hast ein flaues Gefühl im Magen. Du sagst dir, dass es nur Paranoia ist. Na gut, das Spiel tut er jetzt so, wenn ich denke, dass er mir irgendwie fremd geht. Ich meine, er kann mir nicht wirklich fremd gehen, weil wir nicht zusammen sind, aber naja. Ja, ich gehe mal. Du beschließt, kurz nachzuschauen, nur um deine Nerven zu beruhigen. Du findest eine Hintertür, die sperrangelweit offen ist. Draußen hörst du Gekicher. The fuck? Ist der echt ein Vampir? Ich habe das nur so zum Spaß gesagt vorhin. Was gibt's denn hier noch alles in dieser Welt? Jetzt gibt's schon Menschen, die sich in Waffen verwandeln und dann gibt's noch Menschen, die sich in Waffen verwandeln und gleichzeitig Vampire sind. Okay. Du gehst nach draußen und siehst, dass Sander ganz nah neben einem Mädchen steht. Ihre Augen würden glasig. Meinst du sie? Sander geht schnell auf Abstand und wischt sich mit der Hand über den Mund. Hey. Das sieht so scheiße aus, das Gesicht in seiner Vampirform, ne? Ja, sehr unsexy gerade. Was? Ach, hey, Sark. Ich glaube, ich gehe lieber. Kein Grund, hinter mir herzuschleichen. Ich wäre doch gleich wieder reingekommen. Wer war das? Was habt ihr gemacht? Was hast du über mich gesagt? Gehst du mit jemandem aus? Was habt ihr gemacht? Nichts. Wir haben nur geredet. Vielleicht der ein oder andere Kuss. Entspann dich etwas, okay? Wir haben doch so viel Spaß zusammen. Schluch. Ich will, dass du weißt, dass du für mich jemand Besonderes bist, weil ich dich mag, und zwar sehr. Ja, und trotzdem knutschst du in der Hintergasse mit anderen und bist ein Vampir und hast mir nichts davon erzählt. Aber, tja, manchmal will ich vielleicht auch andere Leute küssen. Ist das so eine Überraschung? Dir geht es doch sicher auch so. Lass uns ehrlich sein, lass uns Freunde sein. Nein, du entschuldigst dich nicht. Lass uns ehrlich sein. Wenn du drauf bestehst, aber gib nicht mir die Schuld, wenn es dir nicht gefällt, was du zu hören bekommst. Ich werde dir beweisen, dass du mir vertrauen kannst. Möchtest du etwas schenken? Ich kann dir eine Pizza aus Zucker und Draht schenken. Aber nee, ich möchte mir jetzt gerade nichts schenken. Du beschließt, doch nichts zu schenken. Du gehst nach Hause. Okay. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum Mandy meinte, dass Sander gefährlich ist. Ich vermute mal, die weiß davon. So, was haben wir denn schon wieder alles? Mama schreibt,
Herzchen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, als du alleine nach Verona Beach geflogen bist. Aber es läuft so gut. Du stellst dich deinen Ängsten, findest Freunde. Ich bin erstaunt. Es macht mich stolz, mein kleines Vögelchen lernt alleine zu fliegen. Ohne dich ist es nicht das Gleiche. Ich weiß, mein Schatz. Für das, was du machst, braucht man wirklich Mut. Aber es ist wichtig und Unabhängigkeit gehört zum Erwachsenwerden dazu. Wenn du mich brauchst, bin ich hier. Du wirst immer meine Tochter sein. Ach, das ist so herzlich. Diese Mutter ist so süß, die ist so lieb geschrieben. Ich mag die voll. Oh, die haben sich so lieb. Süß. Jessie. Ich habe wieder ein Date für dich. Wahrscheinlich hast du sie schon kennengelernt. Wer denn ist sie hübsch? Ich will keine Mädchen daten. Nein, wir daten alles, was Beine hat. Ich nehme an, dass sie alles Beine hat. Keine Ahnung. Wir daten alles. Punkt. Wer denn? Geh morgen Mittag zu Paradise Lost. Ist das dieses Katzencafé? Sie wird dort auf dich warten. Sie trägt dann eine blaue Jacke. Super, okay. Und vergiss nicht zu lächeln. Aber wenn es aufgesetzt wirkt, ist es auch nicht gut. Schon gut. Lächeln ist optional. Okay. Gut, also wie viele Dates haben wir denn jetzt? Sander. Hey, danke, dass du gestern Abend gekommen bist. Mit dir tanze ich am liebsten. Du hast mein Herz. So geht es mir auch. Rose. Ich habe noch nie Leute gesehen, die dieses Rosen-Emoji so viel benutzen wie hier jeder in diesem Spiel. Valeria, wir können in den Park gehen. Hast du Zeit? Ja, klingt gut. Machen wir mal. Wir sehen uns am Teich. Sehr schön. Ein bisschen Fische füttern, Enten angucken. Bin ich dabei? Irgendwelche neuen Klamotten habe ich ja nicht, ne? Nö. Gut. Ach, Isaac und Sander sind wieder vorm La Rosa. Guck ich doch gleich mal, was da abgeht, bevor die wieder weg sind. Oh, die haben Beef. Isaac und Sander scheinen etwas zu diskutieren. Ich weiß, du willst mir helfen und dafür danke ich dir, aber du musst mir auch glauben. Ich will ja nicht an dir zweifeln, aber eine Zinsrate von 2% ist einfach unerhört. Bist du sicher, dass du das richtig im Kopf hast? Hast du keinen Ausdruck? Das Darlehen habe ich vor langer Zeit erhalten von Verwandten. Das ergibt schon etwas mehr Sinn, wenn es Verwandte waren. Beantworte mir einfach die Frage, soll ich es so schnell wie möglich zurückzahlen oder nicht? Normalerweise schon, man sollte Familie und Finanzen trennen, sowas geht selten gut. Aber es kommt auf deine Ersparnisse an. Was ist die Cash-Burn-Rate von deinem Club und dein Cash-Runway? Keine Ahnung, was das alles ist. Offene Flammen lasse ich im Club nicht zu und Fashion-Shows auch nicht. Also null, würde ich sagen. Okay, Sander hat genauso wenig eine Ahnung, wovon Isaac redet. Isaac lächelt. Das klang gerade nicht nach Lächeln. Versuchen wir es noch einmal. Wie viel gibst du im Monat? Hours. Wie viel gibst du im Monat Hours? Ich glaube, der gibt im Monat sehr viele Hours. Das ist schwierig. Das kommt darauf an, wie viel ich für Geschenke und besondere Anlässe ausgebe. Mhm. Was meinst du, Sark? Soll ich diesen Monat etwas Schönes kaufen? Wenn du willst. Ich muss mir einfach vorstellen, jedes Mal, dass der halt echt diese Pose macht. Wenn man sich mit jemandem unterhält und plötzlich reißt er sein Hemd auf und hat aus dem Nichts so eine Rose im Mund und Blitzer. Das ist super. Ach, wollen will ich immer, das weißt du doch. Na super. Sander grinst unverschämt. Siehst du, Isaac, es kommt ein teuer zu stehen, mit Sark befreundet zu sein. Ich muss los, ich bin spät dran für meinen nächsten Termin. Wenn du die Diskussion fortsetzen möchtest, bring doch nächstes Mal ein paar Bankauszüge und Lohnabrechnungen mit. Nee. Lohnabrechnungen? Wir nennen sowas Lohnzettel. Yes.
Ja, natürlich. Ich werde es berücksichtigen. Viel Glück mit deinem Club, Sander. War schön, dich zu sehen, Sarg. Sehe. Bye. Ja, die nächste Runde geht auf mich. Ach, es gibt Beziehungen dazu. Das ist ja nett. Ihr verabschiedet euch. Ja, cool. Also Isaac macht die Finanzberatung hier von allen. So, da können wir Valeria daten im Park. Und im Katzencafé irgendwen, den Jesse aufgegabelt hat. Guck erstmal nach Valeria. Die kenne ich zumindest schon grob. Schicker Park. Gefällt mir. Sieht sehr entspannt aus hier. Du kommst in den Park, siehst aber erstmal niemanden. Okay. Und dann bemerkst du ein metallisches Funkeln auf einer Bank in deiner Nähe. Ich werde sie nicht aufheben, das mochte sie ja nicht. Also sage ich einfach mal Hallo. Eine Künstlerin. Mit wildem Haar. Und sie hat Armreifen. Ich weiß schon mehr, was wir ihr schenken werden irgendwann. Ah, schon besser. Sie hält inne und betrachtet dich eindringlich. Hey, wow. Im Dungeon habe ich dich gar nicht richtig für voll genommen. Du bist süß. Ah. Du auch. Ach, um ehrlich zu sein, habe ich mich schick gemacht. Thanks. Danke übrigens, dass du dich mit mir in der Öffentlichkeit triffst. Ich weiß zwar, dass du mich gerettet hast, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich dahin gekommen bin. Oder wie meine Klinge beschädigt wurde. Jemand ist mir wohl in den Rücken gefallen, deshalb bin ich etwas nervös. Verständlich. Aber nichts geht über Sicherheit, falls du eine Axtmörderin bist. Meinst du das jetzt als, ich ermorde Leute mit einer Axt? Oder ich ermorde Äxte? Oder ich bin eine Axt oder morde Leute? Wobei es wahrscheinlicher wäre, dass du eine Axt bist. Und wieder liest das Spiel meine Gedanken. Ich wäre gerne eine Axt, glaube ich. Äxte sind cool. Gibt's in dem Spiel auch eine Axt? Nicht, dass das ein Problem wäre. Das wäre heuchlerisch von mir angesichts meiner eigenen. Sie kommt näher und flüstert ihr dramatisch ins Ohr. Situation. Also, was ist los? Mit dir meine ich. Mir kannst du es sagen. Ich verurteile dich auch nicht. Ich würde es nur lieber wissen, von vornherein, bevor etwas passiert. Es wird also was passieren? Nee, mit mir ist nichts los. Ich bin ganz normal, ganz langweilig. Tu nicht so. Jeder hat Motive. Dinge, die man will, Dinge, die man bereit ist zu tun. Was sind das für ein Penner? Ein Mann kommt näher und mustert dich misstrauisch. Hallo? Ich habe kein Kleingeld. Hey. Alles in Ordnung, wie? Ja, alles schick, danke, bis später. Der Mann starrt dich noch einen Moment an und geht dann weiter. Sorry, das war ein Freund. Er wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass mich kein Axtmörder erwischt hat. Ah, okay. Ja, finde ich vernünftig. Die ist so vernünftig. Die ist irgendwie der einzig vernünftige Mensch in diesem ganzen Spiel. In dieser ganzen Stadt. Die ich zumindest bis jetzt kennengelernt habe. Vielleicht gibt es noch mehr vernünftige Menschen. Waffenmenschen. Oder zumindest noch nicht. Hey, versteh mich nicht falsch. Aber deine Geschichte ist zu vorhersehbar. Du kommst von außerhalb, bist neu hier, hast noch niemanden gedatet. Und trotzdem bist du auch charmant und ein Kampftalent? Irgendwas stimmt da nicht. Charmant? Das ist mir aber neu. Das ist süß, aber irgendwie nehme ich dir das nicht ab. In Wirklichkeit kennen wir uns doch kaum. Ja, du hast mich charmant genannt. Sie scheint gehen zu wollen. Du weißt, du musst etwas sagen, sonst siehst du sie nie wieder. Oh Gott. Dann lern mich doch kennen.
dein Mut verschlägt dir selbst den Atem, aber Valerias Augen funkeln leicht. Tja, deshalb bin ich eigentlich nach Verona Beach gekommen. Neuanfang, neue Freunde. Liebesstufe 1 mit dem Dolch. Entronnen. Gegner in deiner Nähe werden verwirrt, wenn du mit einer Rolle verschwindest. Okay. Und wenn es sich herausstellt, dass du ein böses Genie bist, tja, dann habe ich immer noch meine Klinge, oder? Genau. C'est la vie. Möchtest du etwas schenken? Ja, du magst doch bestimmt Armreifen. Oh damn, sie mag auf jeden Fall Armreifen. Die passen total zu mir, das hast du gut erkannt, danke. Ciao. Sie wirft dir einen letzten argwöhnischen Blick zu, während sie durch den Park geht. Bis nach Hause. Cool. Ah. Als du nach Hause kommst, findest du eine Rose vor der Tür. Ist die von Sander? Nein, von Erik. Oh. Auf einem Zettel steht, ich denke an dich, Erik. Schmierlappen. Du nimmst sie mit rein. Wäre irgendwie jetzt ein nettes Detail, wenn die Rose hier irgendwo stehen würde. So, Valeria schreibt. Nächstes Mal ein richtiges Date? Ohne dass ich dich bezichtige, eine Mörderin zu sein. Oder eine Axt. Wobei ich mal eine kannte, die nett war. Jedenfalls glaube ich, dass meine Klinge fast geheilt ist. Freut mich, das zu hören. Danke. Ich sage Bescheid, wenn mir einfällt, was wir machen können. Lass uns in der Zwischenzeit ins Dunch gehen. Sehr wohl. Oh, was schreibt Erik schon wieder? Hey, wie geht's? Hast du einen schönen Tag? Schick mir keine Sachen. Danke für die Rose. Meh. Ja, meine Tage sind recht oft meh. Aber ich bedanke mich mal für die Rose. Du brauchst mir nicht danken. Jemand wie du hat nur das Beste verdient. Mein Laden läuft gut, also bin ich großzügig. Komm doch mal im Laden vorbei, falls du mich nicht hasst. Warum soll ich ihn denn hassen? Ich meine, der nervt ein bisschen, aber zum Hassen reicht's noch nicht. Okay, jetzt haben wir schon 3 Waffen zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Katzencafé und lernen mal die nächste Waffe kennen. Ins Paradise Lost. Und ich glaube, Jessie meinte ja auch, es wäre auch wieder eine Lady mit einer blauen Jacke. Schauen wir mal. Welcome to Paradise Lost. I'm Olivia. What kind of cats do you like? Hat die nicht vorhin noch in dem anderen Café gearbeitet? Weil die einfach in jedem Café? Willkommen im Paradise Lost. Ich bin Olivia. Was für Katzen magst du am liebsten? Freundliche Katzen, flauschige Katzen, alle Katzen, kein Katzenmensch. Ja, am liebsten freundliche und flauschige Katzen. Ja, dann sage ich einfach, ich mag alle Katzen. That's not a real answer, you know. But it's true that every cat deserves love. Sei halt anstrengend. Das ist nicht wirklich eine Antwort. Aber es stimmt, dass alle Katzen es verdienen, geliebt zu werden. Möchtest du einen Kaffee bestellen? Ja, arbeitest du nicht im Keks? Ach, sorry. Ha, ich dachte, Jessie würde es dir sagen. Er hat das Date arrangiert. Was mit ihr? Oh. Und ach, ich habe vergessen, meine Schürze auszuziehen. Ups, einen Moment. Aha, sie kann man also auch daten. Lächelnd legt Olivia die Schürze ab, ne, sowas. Ich meine, irgendwie ist es schon ein Date, aber es muss keins sein. Wir können einfach nur zusammen abhängen und Katzen streicheln. Ich mag Dates sowieso nicht. Wer will ein Spiel spielen, bei dem man raten muss, wie man sich am besten präsentiert? Und dann soll man flirten und sich gleich küssen? Das ist alles so aufgesetzt. Ja, verstehe ich total. Und Dates mit Schwertern? Küssen macht Spaß. Ich versuche ehrlich zu sein. Verstehe ich total. Oh, wirklich? Oder spielst du nur das Dating-Spiel? Ich werde es nie wissen. Du bist anstrengend. Olivia runzelt die Stirn und starrt in die Ferne. Hey, schau dich nicht um, aber ich glaube, jemand beobachtet uns durch das Fenster. Du versuchst unauffällig hinzuschauen, siehst aber niemanden. Jetzt ist die Person weg.
Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Eine elegante Katze kommt und setzt sich zu euch. Sie starrt euch neugierig an. Guckt mich eher böse an. Hä? Die kenne ich gar nicht. Wer bist du, Mietz? Bist du neu hier? Sie ist so niedlich, ob ich sie streicheln darf? Olivia hält vorsichtig ihre Hand hin, aber die Katze verschwindet mit hocherhobenem Schwanz. Das hat ihr wohl nicht gefallen. Olivia und du unterhaltet euch noch länger und streichelt ab und zu Katzen. Das war schön, man sieht sich. Darf ich dich begleiten? Willst du mich wiedersehen? Bis dann. Darf ich dich begleiten? Tut mir leid, aber ich glaube nicht. Aber danke trotzdem. Okay. Es war nett, sich zu unterhalten, aber ehrlich gesagt bist du mir etwas zu intensiv. Ich kann mich zurücknehmen. Nein, nein, bitte, du sollst dich für mich nicht verstellen. Tut mir leid, ich weiß, es ist nicht schön, das zu hören. Mir ist es auch unangenehm. Wenn einer meiner Freunde wieder Single ist, sage ich Bescheid. Okay. Sie wird rot und verlässt schnell das Café. Die Katze betrachtet dich mitleidsvoll. Gibt es jetzt auch noch Menschen, die sich auch noch in Katzen verwandeln können? Inzwischen würde mich gar nichts mehr wundern. Das ist deine Schuld. Die Katze starrt dich an, bis du dich unwohl fühlst. Du gehst nach Hause. Jessie. Also, wie ist es mit Olivia gelaufen? Nicht so gut. Ach, schade, aber mach dir keinen Kopf. Zwei von zwei sind daneben gegangen, aber das ist normal. Das ist ein Fortschritt. Überleg doch mal, vor ein paar Wochen hattest du noch nie ein Date. Jetzt hast du Erfahrung und Skills. Wenn du deine Waffenkombos ändern möchtest, solltest du im Fitnessstudio vorbeischauen. Aha. Und dann steht da noch der romantischste aller Tage bevor. Valentinstag? Nein, Dummerchen, der 4. Juli. Nichts ist romantischer als ein Barbecue und Feuerwerk. Du hast recht. Du denkst, dass ich Witze mache, aber warte es nur ab. Samantha habe ich auch bei einem Barbecue kennengelernt. Nichts ist besser. Du wirst so rumlaufen, Herzchenaugen. Ich schicke dir bald Infos. Ah, okay. Beim Grillen bin ich immer dabei. Erik, es ist nichts draus geworden, hm? Hat der am Fenster gespannert? Raus. Du weißt schon, ein Date mit der süßen Café-Lady. Ich kenne das, ich weiß, wie es ist, abgewiesen zu werden. Sie halten sich für so viel besser. Aber das sind sie nicht. Du bist besser als sie alle. Du hast es verdient, wie eine Königin behandelt zu werden, Sarg. Bitte hör auf. Tut mir leid, wenn ich das Falsche oder zu viel sage, aber du bist so schön. Okay, jetzt ist der wirklich ultra creepy. Hilfe. Okay, Erik ist sehr, sehr creepy. Jetzt weiß ich auch, wer gemeint war, ganz am Anfang mit der Warnung, dass es Szenen von Stalking und so gibt. Ich glaube, ich weiß, wer das macht. Ah, jetzt haben wir hier Cutting Edge Fitnessstudio. Da können wir die Kombos tauschen. Im Laden. Kann ich mir inzwischen irgendwas leisten? Wahrscheinlich immer noch nicht. Ach nee, hu, was haben wir denn hier? Das ist ja schick. Anscheinend ist die Los Angeles Ballet Company gerade in der Stadt. Lucifer Within Us. Das Poster ist cool. Opernkarten. Für eine italienische Oper über totgeweihte Liebende. Ist leider schweineteuer. Ich
Konzertkarten, Ballettkarten, heilige Energie und dunkle Essenz. Okay, nee, kann ich mir nichts leisten. Schließ deinen Kauf ab, den Kauf von nichts. Wie sieht das Fitnessstudio aus? Hier muss ich eine Waffe wählen. Ah, okay, dann kann man hier einfach nur auswählen und dann geht man wieder. Okay. Gut, dann gehen wir doch wieder ins Dungeon und vielleicht probieren wir mal Valeria aus oder so. Ja, nehmen wir mal Valeria mit. Ah, man kann dann auch gleich zur Etage 5 springen. Aber da war ja, glaube ich, der Boss, ne? Ne, wir fangen schon bei Etage 1 wieder an.